Moin, moin Leute, herzlich willkommen bei Dead by Daylight. Heute mal nicht mit Mac, nicht mit Dweird, sondern mit der nackten Nia. Warum das? Weil ich heute wieder eine Daily habe. Ich muss fünf Ausgangstore öffnen mit ihr. Das heißt, ich spiele komplett perkless, itemless. Keine Ahnung, ich habe gar nichts. Keine Items, keine Perks, keine Addons, keine Offerings. Skill habe ich aber noch, hoffe ich. Ich bin gespannt auf die Runde. Denn wir sind ja inzwischen schon wieder Rang 1, das heißt, die Killer sollten auch einigermaßen gut sein. Und dementsprechend könnte es schwierig werden. Ich werde wahrscheinlich dann heute Abend im Stream, 18 Uhr wie immer, wisst ihr Bescheid, wahrscheinlich auch ein bisschen mit der nackten Nia spielen müssen, in Anführungsstrichen, damit ich die Daily fertig bekomme. Weil fünf Ausgangstore öffnen sich jetzt ja auch nicht so mal eben von alleine, ne? Das heißt, man muss bis zum Schluss überleben und muss dann auch noch irgendwie an eines der Tore rankommen und die komplett öffnen. Vor allem zählt es auch irgendwie nicht, habe ich letztes Mal gesehen. Du musst die wirklich komplett alleine öffnen. Also, schwer zu erklären. Wenn irgendjemand anders anfängt, dann zählt das halt nicht. Glaube ich. Habe ich letztes Mal irgendwie ein Problem mit gehabt, auf jeden Fall. Okay, der erste Generator ist gleich schon fertig. Ich bin sehr gespannt, ey, wie wir uns schlagen werden. Aktuell, das ist der Billy, habt ihr wahrscheinlich schon gehört. Aktuell ist es ja hier bei uns zumindest ruhig. Aber trotzdem. Sollten wir auf der Hut sein. Ich habe halt nichts, ne, was ich machen kann, wenn er kommt. Außer halt rennen. Und das ohne Sprintboost und alles. Das heißt, ich bin wirklich auf mich allein gestellt. Ich werde versuchen, mir hier mal eben ein Item zu geiern. Das Interessante an Nia ist, dass sie sogar schon ein paar geile Addons. Ne, Addons nicht. Ja doch, Addons, Item-Addons hat. Sie hat zum Beispiel sogar schon ein nagelneues Teil, weil irgendwann mal jemand gestorben ist, der ein nagelneues Teil mit am Start hatte. Und sie ist ja immer noch Level 1. Ich habe Nia halt noch gar nicht gelevelt. Und guck mal, sie findet einfach eine Karte. So muss das sein. So, Killer kommt. Da war geschlossen, ne? Ja. Weiß nicht genau, wo er ist. Wahrscheinlich jagt er jetzt irgendjemanden, der da drüben den Generator gemacht hat. Ich versuche mal hier wegzukommen. Okay, Herzschlag wird ruhiger, das ist gut. So, hier sind nochmal 400 Punkte. Ich bin mal echt gespannt. Habt ihr schon mal Perkless gespielt? Also klar, wenn ihr neu gestartet habt oder einen neuen Charakter angefangen habt, habt ihr bestimmt auch schon mal ohne Perks und so weiter gespielt. Aber die nackte Nia ist damals ja entstanden, als ich einmal eine Herausforderung in Anführungsstrichen wollte, also als eine neue Season anfing. Und wir dann gesagt haben im Stream, komm, wir ziehen jetzt einfach mal durch. Wir spielen eine komplette Season mit einem Char auf Level 1, ohne dass er Items, Perks und so weiter hat. Und leveln dann von Rang 20 auf Rang 1 hoch. War auf jeden Fall mal eine coole Sache. Hat auch überraschend gut geklappt, muss ich sagen. Und wenn man sich erstmal dran gewöhnt hat, dass du halt komplett ohne Perks spielst, dann geht es auch. Am Anfang ist es oft so, du verkackst so ein bisschen die Verfolgung zum Beispiel, du wartest zu lange, bis du wegrennst, weil du immer gewohnt bist, dass du ja diesen Sprintboost am Start hast. Aber da gewöhnst du dich echt schnell dran eigentlich. So, jetzt ist die Frage, ob wir helfen gehen. Ein Generator jetzt gerade zur Hälfte fertig. Ich glaube, ich sollte den erstmal durchziehen. Da wäre was zu juken. Scheiße. Okay, ich hau ab. So, da wurde einer fertig, okay. Ich schaue, ob ich helfen kann. Da vorne ist jemand. Mate oder Killer? Beides. Gut zu wissen. Das Schöne ist, dann kann ich wahrscheinlich in Ruhe abhängen gehen. Gerade mit Billy auf dem Grubenschacht ist es immer sehr gewagt. Der hat hier einfach so eine lange Gerade und. Oh, das sind meine Punkte. Das sind sowas von meine Punkte. Wieso bist du schneller als ich? Brenne ehrlich in der Hölle. Weil sie hier heilen. Oh Mann. Ihr seid verrückt, aber das wisst ihr wahrscheinlich. So, diese lange Gerade vom Grubenschacht und dann auch noch hier diese Treppe, die auch länger ist als die gewöhnliche Treppe. Da wirst du nicht weit kommen, Jake. So, machen wir dann hier den Generator oder was ist hier los? Ne, warte mal, auf der Seite fühle ich mich unwohl. So, er jagt den einen. Sind die anderen beiden hin? Immerhin ist es kein Killer, der campt. Oha, da ganz hinten.
Also wirklich dort, wo wir vorhin gewesen sind. Wenn wir den Generator hier fertig kriegen und der da hinten ist ja auch schon zur Hälfte, dann könnte das ganz gut laufen. So, diesmal kann Jake von mir aus gehen und helfen. Ich hab's nicht so nötig, nochmal helfen zu gehen. Obwohl der Billy wahrscheinlich hierher kommt, ne? Aber wenn wir den Generator hier schnell fertig machen... Ah ja, es geht schnell. Dann müssen wir eh nach da drüben. So, jeder geht wahrscheinlich woanders lang. Ich gehe hier rum. Ihr wisst ja, jeder ist seines Glückes Schmied. Mal schauen, wen's erwischt. So, hier sind Paletten notfalls. Ich könnte mich jetzt natürlich schon mal taktisch an einem Ausgangspunkt hinstellen und darauf warten, dass er fertig gemacht wird. Bin mir nicht sicher, wo Billy jetzt ist. Glaub zumindest nicht, dass er campt. Hat er vorhin auch nicht gemacht. Da hinten wird gerettet. Okay, da ich nicht glaube, dass ich jetzt durch Zufall noch was Besseres finde als eine... Oh! Hier hat er nochmal gegengetreten, scheinbar. Ah, scheiße, das gibt's doch nicht. Hier wäre sogar ein Ausgangspunkt. Ein Ausgang. Wieso sage ich Ausgangspunkt? Keine Ahnung. Boah, diese frühen Skillchecks, die sind echt schwer. Da hinten jagt er. Bubalom. Problem ist, wenn ich den hier fertig mache, dann wird er eh sehen, dass hier neben mir ein Ausgang ist. Und dann kann er sich eigentlich denken, dass ich wahrscheinlich durch diesen Ausgang rausgehen möchte. Oh, da ist sogar noch ein anderer Survivor. Ich will ja nur die Daily hier machen. Scheiße. Oh, er hebt ihn aber auf. Ja, komm, ich geh aber helfen. Ein paar Punkte. Klar, letzten Endes möchte ich natürlich meine Daily fertig machen. Wo sind die? Da. Okay, das Schöne ist, er wird jetzt hier rüberkommen. Und dann werden die anderen beiden ihm hoffentlich irgendwie ein bisschen zur Ablenkung dienen. Hier hat er auch gegen, ne? Ja, war klar. So, hat er bei den anderen... Da kommt Jake. So, ich hole mir jetzt schnell die Points. Ich brauche es für meine Daily, es tut mir leid. Der andere ist genau auf der gegenüberliegenden Seite. Oh, hat der andere Adrenalin gehabt? Boah, ich hoffe, der Billy kommt jetzt nicht. Jetzt ist wieder die Frage, ne? Bin ich jetzt risikobereit und renne rüber, um das andere Tor auch noch zu öffnen? Ich meine, zwei zum Preis von einem. Warum nicht, oder? Bin mir nicht sicher, ob ich schon genug Punkte hätte, um kein D-Rank zu bekommen. Obwohl ich habe... Zielkategorie habe ich recht viel. Selbstlosigkeit müsste ich auch ein bisschen haben. Tapferkeit noch gar nichts eigentlich. Scheiße. Das wird eng. Ich wusste es doch. Ah, verdammt. Oh, guck mal, da ist aber Jake. Das heißt, mir wird wahrscheinlich geholfen, denn er hat auch nicht gecampt. Obwohl, jetzt hätte er natürlich... Jetzt hätte er... Oh, schade. Jetzt hätte er natürlich einen Grund zu campen. Was macht er denn? Billy, hast du getrunken? So, ich werde auf jeden Fall da vorne in den Haken kommen. Oh Mensch, die nackte Nia. Naja, ich habe immerhin etwas für meine Daily getan. Darum ging es mir, ja. Es wäre eigentlich cooler, wenn man jeden Tag drei Dailies bekommt, finde ich. Ist schade, dass sie sich nur... Oh, guck mal, bei Nia ist das aber richtig knapp. Der Haken ist ja nur eine Fleischwunde, ey. Dass das hält. Physikalisch unmöglich.
So, hauen die jetzt beide ab, ey? Der Bubalom. Wenn der auch abhaut. Anti-Mates confirmed. Ich meine, der eine ist verletzt. Klar, das kann ich nachvollziehen. Was macht der andere denn da? Der macht erstmal das Tor auf, oder was? Geht er raus oder nicht? Was machen die? Ich probiere es mal einmal selber. Das wäre auch zu schön gewesen. Okay, der Jake. Selbst der Jake kommt jetzt sogar zurück. Aber der Billy ist auch hier. Ich höre den Billy, das heißt, ich weiß nicht genau, warum der Jake jetzt sich bewegt hat. Wenn du hier durchrennst, die Palette umschmeißt, müsstest du es schaffen. Komm schon, zieh, zieh, zieh. Danke. Und jetzt schnell zum Ausgang rennen. Kommt der hierher gerannt? Ich höre ihn noch nicht. Ich höre ihn. Aber ja, schaffen wir. Okay, ich bin raus. Noch irgendjemand hier, der mir helfen möchte? Na, okay. Dann gehen wir. Puh, die 5000 Überlebenspunkte nochmal mitgenommen. Schwein gehabt. Aber wäre echt mies, wenn wir das nicht mehr geschafft hätten. So, siehst du, Selbstlosigkeit sogar über Hälfte. Kann man mal machen. Also, man kann auch ohne Perks gegen Killer gewinnen. Kommt immer darauf an, wie die halt spielen. So, warte, ich bin auf jeden Fall gespannt, welches Level. Ja, wir haben eine Karte bekommen. Er war Level 4. Guck mal, eiserner Griff auf 4. Beständig, Tüftler und brutale Stärke. Also, sein Setup war jetzt auch nicht so schlecht. Klar, brutale Stärke wäre cool, wenn man das auf 3 hätte. Tüftler ist auch cooler, wenn man es auf einem höheren Level hat, 6%. Ich meine, das macht 10%, wenn es auf 3 ist. Bin mir nicht sicher. Aber ihr seht schon, wir konnten ganz gut mithalten. Knappe 300 Punkte hier weniger als der andere. Und das, obwohl wir halt überhaupt keine Perks hatten. Macht auf jeden Fall Laune. Ich kann euch mal eben zeigen, wie, was Nia schon alles hat. Dafür, dass sie halt wirklich, sie ist halt Level 1, noch nicht gelevelt. Hier, ihr seht es, das ist der erste Skillbaum, den man hat. Hier, Level 1 Nia. Und sie hat trotzdem schon... Das sind ihre Items. Das ist eigentlich echt krass, ne? Sie hat schon 7 lila Items, hat hier recht gute Sachen. 11 Erste Hilfe, 20 hiervon, 13 Taschenlampen. Das ist schon nicht schlecht. Und bei den Addons hat sie hier schon ein nagelneues Teil, 2 so eine Sägen. Ist eigentlich lustig. Offerings hat sie natürlich noch nicht. Ja, okay, Leute, gut. Ich muss dann noch 4 Ausgangstore öffnen und ich muss auch noch eigentlich mit dem Billy spielen und ich muss auch noch mit der Krankenschwester spielen. Das heißt, wahrscheinlich werde ich heute eine Krankenschwester-Runde machen, damit ich da die 18.000 Punkte bekomme. Also vielen Dank, dass ihr am Start gewesen seid. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wir sehen uns dann heute Abend um 18 Uhr, wenn ihr Bock habt. Und bis dahin, euch noch einen schönen Tag.